Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur sechsten Season, die von Oktober 2023 bis zum Juni, Juli 2024 gehen wird. Und das Thema dieser sechsten Season ist Geschichte und Fiktion. Es geht genauer gesagt um die Darstellung, literarische Darstellung historischer, berühmter historischer Personen, wie sie geschildert werden in Biografien, in auch wie sie sich selbst schildern, in Autobiografien, dann in Romanen und Romanbiografien. Und ich möchte mir historische Personen anschauen, durch die ganze Geschichte hindurch, also durch 2000 Jahre, abendländische Geschichte vor allem, aber ich möchte auch einen Blick in andere Kulturkreise werfen. Wie gesagt, ich werde nur alle 14 Tage eine Zeichensetzung machen, aus eben Zeitgründen, aus persönlichen Gründen, aus Arbeitsgründen. Ich möchte historische, literarische Werke vorstellen, deren Mittelpunkt historische Personen sind. Und zwar Werke, die einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben, die ich immer mein ganzes Leben lang irgendwann gelesen habe und die mir aus verschiedenen Gründen in Erinnerung geblieben sind. Ich bin ja nicht nur Literaturwissenschaftlerin, sondern auch Historikerin. Und mich hat immer durch diese Zweigleisigkeit interessiert, wie historische Personen in literarischen Texten verarbeitet werden. Und ich habe Werke gelesen und möchte sie Ihnen präsentieren, die für mich merkwürdig waren. Und zwar eben in zweierlei Hinsicht merkwürdig. Zum einen eben wirklich so, dass man sie sich, wie ich finde, merken sollte. Und zum anderen, dass sie seltsam waren. Weird würden wir so gut im Deutsch-Englischen heute sagen, eben besonders eigenartig. Die Werke, die ich ausgewählt habe, sind sehr persönlicher Natur. Ich habe keine wissenschaftlichen, ich kann keine wissenschaftlichen Gründe angeben, warum ich diese Werke ausgewählt habe und andere nicht, sondern die Auswahl ist sehr, sehr persönlich gegründet. Eben Werke, die ich merkwürdig fanden, aber es ist, hat also beileibe kein objektive Schau über Geschichte und Fiktion, über literarische Werke, die historische Personen behandeln. Die Werke, die ich ausgewählt habe, beschreiben zum Teil ein ganzes Leben einer Person, aber zum Teil auch nur einen kleinen Lebensabschnitt, der für diese Personen wichtig und entscheidend gewesen ist oder als solcher angesehen worden ist. Und bevor ich mich nun einen kleinen Überblick zuwenden werde über Geschichte und Fiktion und das Nachdenken darüber im Abendland, möchte ich etwas Grundsätzliches auch sagen zu diesem Thema. Es geht letztlich eben darum, inwieweit eine Schilderung einer gestorbenen Person wahr sein kann, wie richtig sie sein kann, ob sie zutreffend ist oder nicht, ob sie eine Fälschung ist oder ja, wie man dieses Verhältnis von Wahrheit und Lüge, Wahrheit und Falschheit andenken muss. Das ist eben das große Problem der Historiker. Wir haben uns immer mit Texten aus der Vergangenheit zu tun. Wir können nicht mehr mit den Verfassern reden. Wir können die Texte auch nicht überprüfen auf die Wahrheit und die manchmal nicht mal die Echtheit. Und
So ist das eben ein großes Problem für uns Historiker geworden. Wenn wir etwas sagen über die Vergangenheit, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir das aufgrund eines bestimmten Interesses und aufgrund einer bestimmten Perspektive tun, die den behandelten Text eben sehr in seinem Aspekt Vielfalt begrenzt. Es gibt so etwas wie Fakten, aber das wollen wir uns eben mal ganz kurz noch etwas genauer anschauen. Es gibt für einen Historiker die berühmten sieben W-Fragen. Wann, wer, warum, wo, wie, was, wozu? Also diese Fragen sollen uns leiten, wenn wir einen Text uns anschauen. Und ein paar dieser Fragen sind relativ leicht zu beantworten. Zum Beispiel, wo ist dieser Text verfasst worden, von wem, wann? Das sind Fragen, die man meistens doch relativ einfach beantworten kann, zumindest dann eben, was die Neuzeit anbelangt. Aber schon bei den Fragen, warum und wozu, wird das sehr, sehr schwierig. Warum hat ein Autor geschrieben und was bezweckt er mit seinem Text? Und die Frage ist dann auch wirklich, ob das, was wir sogenannte Fakten nennen, nicht doch eben schon Aspekte sind, Perspektiven, ob nicht allein schon die Auswahl von sogenannten Fakten, was wir für Fakten heranziehen, um dann zu interpretieren, eben schon eine perspektivische Auswahl des Historikers sind. Also auch Fakten sind in Verruf geraten, was Objektivität der Darstellung angeht. Und gerade im 20. Jahrhundert ist eben methodisch das Konstruktdenken immer wichtiger geworden. Die Frage nach der Wahrheit in Bezug auf geschichtliche Ereignisse, Texte, ist als hoffnungslos naiv hingestellt worden. Mitentscheidend war auch ein Buch von Hayden White aus dem Jahr 1978, das den Titel trug, auch Clio dichtet. Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, ist eben eine Muse, die nichts Faktisches, Wahres, Objektives berichtet, sondern eine Dichtung verfertigt. Geschichtsschreibung ist also immer Sinngebung, ist immer auch Dichtung, denn man kann davon ausgehen, dass, wenn es sich um einen zusammenhängenden Text handelt, man ja nichts Sinnloses schreibt, zumindest hoffe ich das, und in der Regel ist das eben auch der Fall. Erinnern Sie sich an Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit. Das ist der Titel seiner Autobiografie und darin schreibt er unter anderem den Satz, dass das darum gehe, in einer Autobiografie das Ganze in Teile zusammenzustellen, die man sinnig überschauend beurteilen und sich manches zueignen mag. Also ein autobiografisches Werk muss einen Sinn vermitteln oder vermittelt einen Sinn und sogar nun auch einen Sinn, den man sich zueignen mag. Jeder biografische und auch autobiografische Text ist eben ein Text, der versucht, Sinngebung zu vermitteln, oft auch Rechtfertigung des eigenen Lebens, rückschauend zu erklären, warum man etwas getan hat. Und das geschieht oft auch eben in sehr entschuldigender Weise. Genau. Wichtig auch eben dieser Gedanke des Konstruierens. Und dieser Gedanke des Konstruierens
den Menschen zu jeden Zeiten ausführen, der ist sehr präzise von Michel Foucault formuliert worden, und zwar auch in einer Vorlesung, die er gehalten hat am Collège de France am 2. Dezember 1970. Und die Vorlesung hieß, der hatte den Titel L'ordre du discours, also die Ordnung des Diskurses, der Rede, die zu bestimmten Zeiten die Diskussion beherrscht. Und darin schreibt er, ich habe es in meine eigenen Worten übersetzt: Ich gehe davon aus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses gleichzeitig durch eine bestimmte Anzahl von Verfahren kontrolliert, ausgewählt, organisiert und beurteilt wird, deren Aufgabe es ist, Mächte und Gefahren abzuwehren, zufällige Ereignisse zu kontrollieren, der schweren, furchteinflößenden Tatsächlichkeit auszuweichen. Jede Gesellschaft habe also zu jeder Zeit eine bestimmte Art und Weise zu reden, Wirklichkeit zu konstruieren, entwickelt, eine Fähigkeit, Wirklichkeit zu interpretieren, ihr Sinn zu geben. Und das ist dann eben die Perspektive, die jede Gesellschaft oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen auf die Welt werfen, um sie zu begreifen, um sie mit ihr umgehen zu können, um ihr eine Ordnung zu geben, in der man sich zurechtfinden kann. Ob Foucaults Schlussfolgerung richtig ist, dass das den Ziel hat, Ängste abzuwehren, das ist jetzt dahingestellt. Aber mit ziemlicher Sicherheit geht es darum, eine Kontrolle zu erlangen, wenn man die Wirklichkeit unter einem bestimmten Ordnungsmuster begreift, dann ist das natürlich schon eine gewisse Kontrolle, auch die man ausüben will, um diese verstörenden Wahrnehmungen, die auf einen einprallen, in den Griff zu bekommen. Wahrheit ist also immer Wirklichkeit, und zwar sehr schön in diesem Wort auch enthalten, das Wort wirken. Und jetzt mal ich wirke mir eine Wirklichkeit, mit der ich umgehen kann. Ganz deutlich sieht man dann auch das in Autobiografien. Ich erstelle mir eine Vergangenheit, die für mich bedeutsam ist, mit der ich leben kann, in der ich mich als Person annehmen kann. Und genau das ist ein wichtiges Thema von auch Autobiografien geworden. Und damit, mit dieser Vorbemerkung möchte ich dann eben auch an das Thema Geschichte und Fiktion herangehen. Ich werde mich literarischen Texten zuwenden, die autobiografisch sind, die historische Biografien sind, die Romane sind, die Romanbiografien sind. Und wir werden sehen, dass sich die Schilderung einer historischen Person eben ändert, je nachdem, in welcher Zeit dieser Text geschrieben ist und was er sozusagen an Sinngebung auch durch die historischen Umstände, die diese Sinngebung befördern, wie dann dieser Text dann auch letztendlich sich gestaltet. Ich habe versucht, auch wieder so ein durch 2000 Jahre abendländische Geschichte zu gehen, will also in der Antike beginnen und dann eben wirklich im 21. Jahrhundert enden. Ich beginne mit biografischen Texten, die
in der Antike, in der abendländischen Antike angesiedelt sind. Biografien entstehen überhaupt erst im 4. vorchristlichen Jahrhundert, und zwar in Griechenland, in einer Zeit, in der der Gedanke des Individuums sich im Abendland durchzusetzen beginnt. Der Mensch wird in dieser Zeit herausgehoben aus dem Kollektiv, aus den Clans und den Sippen, auch aus der Natur, und bekommt immer mehr Eigenständigkeit, wird zum Subjekt, dem sich ein Objekt gegenüber stellt, die Welt. Und mit die ersten Historiker, die eben auch biografisch gearbeitet haben, sind Herodot und Thukydides. Und sehr schnell folgen dann Lebensbeschreibungen von Cäsaren, von Kaisern aus den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende. Die ersten berühmten Autobiografien stehen, und eine der wichtigsten ist die Autobiografie von Augustinus, die so entstanden ist Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts. Confessiones, eine Lebensbeichte. Und wenn man Augustinus Autobiografie behandelt, dann kann man eine zweite Autobiografie, die sehr viel später, 1400 Jahre später entstanden ist, nicht beiseite legen. Und das ist die Autobiografie von Jean-Jacques Rousseau, die auch den Titel Confession trägt. Und da hat man zwei Antipoden. Zum einen Mann, der übertritt ins Christentum, gläubiger Christus, und zum anderen einen Mann, der in immer kritischere Distanz zur etablierten Institution Kirche gerät. Eine Fülle von Biografien sind dann durch das ganze Mittelalter gefolgt. Sie, wie gesagt, Kaiser, Könige, aber auch Heilige betreffend. Eine kleine Autobiografie möchte ich mir genauer anschauen, die auch nur einen Lebensabschnitt, einen relativ kurzen Lebensabschnitt betrifft, nämlich die Leidensgeschichte von Abaelardus und seine Liebesgeschichte mit Heloise. Ich werfe dann einen Blick aus Europa hinaus nach Indien, zum ersten Mogul Indiens, Babur. Geschrieben ist diese Autobiografie um 1500. Werde dann nach England zurückkehren und einen wunderschönen Roman mir anschauen von Maggie O'Farrell, Hamlet, in dessen Mittelpunkt Shakespeare und seine Frau stehen. Im 18. Jahrhundert machen die biografischen und autobiografischen Werke einen gewaltigen Schub, eben wie gesagt Rousseau. Die Vorstellung des Entwicklungs-Ichs entsteht, und jetzt auch taucht der Begriff Biografie zum ersten Mal auf. Bis dahin hat man immer von Vita gesprochen, und jetzt eben Biografie. Und diese Biografien erleben dann eine immense Blüte im Historismus. Es entstehen unzählige historische Romane mit erfundenen historischen Personen, aber auch zum Teil mit veritablen historischen Persönlichkeiten. Denken Sie an die Romane von Walter Scott, Victor Hugo, Leo Tolstoi, Krieg und Frieden zum Beispiel, Alessandro Manzoni, Alexandre Dumas, der Ältere, Felix Dahn, Henryk Sienkiewicz, also Autoren, die sich dem historischen Roman verschrieben haben. Ich möchte mir keine dieser Autoren genauer anschauen, sondern habe einen Roman aus der Moderne gewählt,
zwei historische Personen aus dem frühen 19. Jahrhundert in den Blickpunkt nimmt, nämlich den Mathematiker Carl Friedrich Gauss und den Naturforscher Alexander von Humboldt. Das ist der Roman von David Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Dann gehen wir weiter zum Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da möchte ich Ihnen eine abstruse Biografie vorstellen von einer Esoterikerin, die ich nun wirklich weird finde. Also sehr, sehr seltsam. Und die eben aufgrund ihrer Esoterik dann doch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Im 20. Jahrhundert gibt es dann die Entstehung der großen Romanbiografien eines Leon Feuchtwangers, eines Stefan Zweigs, eines Heinrich Mann, eines Franz Werfel und eines Alfred Döblin. Große Werke. Ich möchte mir, denke ich, ein Werk von Stefan Zweig herauspicken. Ein Werk, was ich auch sehr liebe, aber ich weiß nicht, ob ich es nehmen werde. Das ist Franz Werfel, Die 40 Tage des Musadak. Mal schauen, wozu ich mich dann entscheiden werde. Ich werfe einen kurzen Blick wieder auf Korea. Korea, das mir sehr am Herzen liegt. Und da gibt es einen Roman, der erst vor kurzer Zeit entstanden ist, über einen Lyriker, der in japanischer Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, der mich doch auch sehr beeindruckt hat. Dann schaue ich mir drei Autobiografien von drei Frauen an aus der Zeit des Nationalsozialismus: Lisa Fitko, Lucie Deramo und Cordelia Edwardson. Und ich werde schließen mit zwei Personen der Nachkriegszeit. Eine Person, die in den USA lebt und ein Bürgerrechtler für die Sache der POC geworden ist, und eine deutsche Bäuerin. Historische Romane und die Schilderung historischer Persönlichkeiten erfreut sich großer, großer Beliebtheit. Meistens sind es fiktive historische Persönlichkeiten, die da geschildert werden. Aber man findet sie jetzt auch vermehrt in Filmen und in Serien auf Netflix. Ich nenne nun mal auch Romane, die berühmt geworden sind. Denken Sie an die Säulen der Erde oder Der Medikus, Die Päpstin, Die Wanderhure. Und da gibt es Texte, die zum Teil sehr, sehr gut recherchiert sind. Ich mag zum Beispiel auch die historischen Romane von Rebecca Gablé. Ich finde die sehr, sehr gut recherchiert. Und dann gibt es sehr schlechte Romane. Romane, bei denen ich finde, dass die Autoren sich wirklich keine Mühe gegeben haben, um etwas mit der Vergangenheit anzufangen. Denn für mich ist, und bei alledem, was ich auch geschrieben habe, ist es so interessant, mit Personen, die schon lang gestorben sind, die in der Vergangenheit gelebt haben, einen Dialog zu beginnen. Ich lese über sie, ich lese, was sie geschrieben haben, und ich habe Fragen an sie. Ich setze mich mit ihnen auseinander und ich versuche auch, nicht nur meine eigene Sicht ihnen aufzustülpen, sondern ich versuche sie auch als Fremde in ihrer Fremdartigkeit zu belassen, um dadurch für mich auch den Dialog spannender zu gestalten. Und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang getan. Und das treibt mich jetzt auch eben bei dieser Gestaltung dieser sechsten Season um. Wie gehen Autoren mit der Vergangenheit, mit Personen um, die schon lang gestorben sind? Was für einen
Sinn geben sie ihnen? Und was für einen Dialog gehen sie mit ihnen ein? So, und das nächste Mal will ich beginnen mit den Autobiografien von Augustin und Rousseau. Und dann möchte ich ein Werk Ihnen vorstellen, das um die Zeit kreist, in der Cäsar ermordet worden ist, die Iden des März.